Lass uns über Lobpreis sprechen. Hi, mein Name ist Samuel, ich bin aus der Vineyard Schwäbisch Hall und ich möchte gern heute mit euch über die Anbetungswerte der Vineyard-Bewegung sprechen. Werte, die uns wichtig sind. Das sind fünf Werte. Der erste Wert ist die innige Nähe. Der zweite Wert ist die Zugänglichkeit, der dritte Wert ist die Integrität, vierter Wert kulturelle Relevanz und der fünfte Wert ist die Erwartung des Königreich Gottes. Und wir haben wie so eine Miniserie, die wir euch einfach präsentieren wollen. Wir wollen euch da einfach mit reinnehmen und euch ermutigen, eben über diese Werte nachzudenken und diese Werte in eure Gemeinden mit hineinzunehmen oder auch vielleicht in eure persönlichen Lobpreiszeiten. Hey, und ich möchte gar nicht groß umschweifen, sondern direkt einsteigen. Wert Nummer 1. Innige Nähe. Was ist innige Nähe? Was ist Nähe? Was bedeutet es, jemandem nahe zu sein? Und was bedeutet es für unseren Lobpreiskontext? Was bedeutet es für mich, wenn ich Lobpreisleiter bin und die Gemeinde in die Anbetung hineinleite? Es bedeutet, jemand nahe zu sein, jemand nahe zu kommen. Und jemand nahe zu sein bedeutet, sich auch so ein Stück weit verletzlich zu machen, nahbar zu machen, sich selbst zu offenbaren. Und wisst ihr, bevor andere Lobpreis-Streams bekannt geworden sind weltweit, war die Vineyard eine Bewegung, die das sehr stark geprägt hat, dass wir Lieder nicht mehr nur über Gott singen und ihn darin anbeten, sondern dass man Lieder direkt zu Gott singen darf und dass da Beziehung stattfindet, dass man sich da naht. Und das ist sowas Wertvolles. Das heißt, wenn wir Lobpreis machen zusammen, in jeglicher Form, musisch, künstlerisch, wie auch immer, dann geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen Gott nahbar erleben können. Wir kommen vor seinen Thron und er nähert sich uns. Ich liebe die Geschichte vom verlorenen Sohn, einige von euch werden sie sich ja wahrscheinlich auch kennen. Es ist ein Vater, der ist sehr wohlhabend, er hat alles und hat zwei Söhne. Der eine Sohn ist sehr fleißig, der andere Sohn denke ich auch, aber der jüngere Sohn möchte sein Erbe ausgezahlt bekommen und möchte einfach in die Welt ziehen. Das macht er auch, er bekommt das Geld und er zieht hinaus in die Welt und tut, was ihm auf dem Herzen ist, geht feiern und so weiter und so fort. Am Ende ist nichts mehr übrig von dem Geld. Und er ist am Verhungern und entscheidet sich, hey, ich will zurück zu meinem Vater. Denn selbst wenn ich dort Sklave wäre, würde es mir besser gehen wie jetzt, hier. Und er macht sich auf den Weg, er geht zurück zum Vater. Und ich liebe es, dieser Vater repräsentiert Gott und er steht da mit offenen Armen, er wartet auf seinen Sohn, der dreckig, verlumpt und wahrscheinlich auch ziemlich stinkend zurückkommt. Und er nimmt ihn einfach nur in den Arm und freut sich mega krass, dass er wieder da ist. Der ältere Bruder war die ganze Zeit da, war fleißig auf dem Feld, hat seinem Vater gedient, war da am Start. Und ich denke, das war auch gut, aber diese Geschichte macht so klar und so deutlich, dass sich Gott wünscht, dass wir ihm nahe sind. Ja, er ist würdig unserer Anbetung. Er ist würdig, dass wir ihn erheben. Aber er wünscht sich, dass wir ihm nahe sind. Hey, und ich möchte dich fragen und ich möchte dich herausfordern, mal darüber nachzudenken. Wie sieht es bei dir aus und wie sieht es bei euch in den Gemeinden aus? Schafft ihr diesen Raum, Gott nahbar und einfach ganz persönlich zu begegnen?